Hören Sie in Vorbereitung auf Bobbys Predigt die Worte Gottes wieder aus Psalm 23. Wir lesen diesen Psalm während der aktuellen Predigtreihe, weil er mehr sein soll als nur eine Bibelstelle. Wir wollen den Psalm wirklich in unsere Seele hineinlassen. Wenn Sie wollen, dürfen Sie gerne die Augen schließen, während ich den Psalm lese. Tun Sie, was Ihnen hilft, um diese Bibelstelle voll in sich aufnehmen zu können. Der Herr ist mein Hirte. Nichts wird mir fehlen. Er weidet mich auf saftigen Wiesen und führt mich zu frischen Quellen. Er gibt mir neue Kraft. Er leitet mich auf sicheren Wegen und macht seinem Namen damit alle Ehre. Auch wenn es durch dunkle Täler geht, fürchte ich kein Unglück, denn du, Herr, bist bei mir. Dein Hirtenstab gibt mir Schutz und Trost. Du lädst mich ein und deckst mir den Tisch vor den Augen meiner Feinde. Du begrüßt mich wie ein Hausherr seinen Gast und füllst meinen Becher bis zum Rand. Deine Güte und Liebe begleiten mich Tag für Tag. In deinem Haus darf ich bleiben mein Leben lang. Liebe Freunde, während wir uns für Gottes Reich und seinen Willen einsetzen, versorgt er uns mit mehr, als wir brauchen. Amen.